Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gothic 2 Die Nacht des Raben. Wir sind hier an einem entlegenen Teil von Korinnes und haben von Piraten den Auftrag bekommen, von einem Piraten, ein Geheimtipp bekommen, diese Mine hier zu inspizieren. Und das werden wir auch gerne machen. So. Dafür werden wir wieder unseren Dichtzauber benutzen. Nur halt mit Mana wäre gescheit, ne? Mana. Wo ist er schon? Mana. Mana. Da. Da ist der Mana. Brav. So. Nochmal. Nein, nicht Skelett. Licht. So ist fein. So. Und das Schwertchen wieder. Und dann gehen wir schon weiter. So, weil hier irgendwo hat Francis, der Schatzmeister, quasi Quartiermeister, Schatzmeister, wie auch immer, von unserem guten alten Bekannten Captain Greg irgendwas versteckt. Irgendwas Wertvolles, das er auf keinen Fall der Welt hergeben möchte. Und somit können wir ihn bestechen, dass er uns in die Kajüte des Captains lässt, damit wir uns dort ganz easy eine Banditenrüstung stibitzen können, ausbauen können, wie auch immer, um damit zu Raven zu gelangen. Na los, komm her, du Saufig. Ba, bam, bam. Denn unser Auftrag ist es, Raven den Gar auszumachen, bevor er böse, schlimme Dinge tut, damit und somit die Welt ins Chaos stürzt. Tja, das ist ja ein schöner Kristall. Richtstab, einen Trank, Blauflieder und einen Lederbeutel. Das war's. Das war's. Da oben kreucht wieder ein Minecrawler rum, also ein Warrior. Hoffentlich nichts Gepanzertes, weil die sind bösartigst. Bösartigst, bösartigst. Komm her, ich glaube, das ist eh ein normaler. Yep. Komm, lass dich. Lass dich von meinem Schwert da ins Land der Träume schicken. Passt. Schön looten alles. Yeah, da ist was versteckt. Da ist was versteckt. Da ist was versteckt. Da ist was versteckt. Hip, hip, hurra. Wenn wir jetzt Glück haben, ist es schon hier, was wir suchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird nicht so sein. Sondern wahrscheinlich werden bei den Orks noch irgendwo eine Mine sein. Und da wird es dann vergraben sein. Ne? Schauen wir mal. Chuck. Und Chuck. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Aha, wirklich? Schatzkiste. Ding, dong, dong, ding, dong. Wir haben gefunden, wonach wir suchen. Was haben wir denn da Schönes überhaupt drin? Dürfen wir sie aufmachen oder ist das so einfach nur so ein Kästchen? Eine Schatzkiste. Die Kiste ist ziemlich schwer. Wir können sie aufmachen. Oh. Oh. War das jetzt gescheit, dass ich sie aufgemacht habe? kann man die auch aufmachen? Nö. Ich glaube, das war nicht so gescheit, dass ich die aufgemacht habe. Ja. Da ist nichts zu holen. Ja, dann gehen wir. Schauen wir mal. Momentele. Nein, immer mache ich den Schmarrn auf. Das da. Strand, der Strand im Norden. Ja. Gerrits Kompass. Ah, Herrenhäuser, Erbauervorhut. Kraft, Fokussteine, Rüstung, Banditen. Rüstung der Banditen. Samuel, Schnaps, Wind, bla. Ob das passt? Ich glaube nicht, dass das schon das ist, wonach ich suche. Oh. Glaub nicht. Schaut nicht so aus. Das war jetzt nur eine normale Schatzkiste. Das wäre jetzt aber nicht. Wo könnte denn dann noch eine Mine sein? Ich fürchte echt, dass bei den Orks noch eine ist. Ah, da drüben ist noch eine Höhle. Das fällt mir auch erst jetzt auf. Das ist mir überhaupt...
Hallo? Okay, da wächst nur Snapperkraut in Hülle und Fülle. Da habe ich jetzt echt gehofft gehabt, dass da auch was ist. Aber nein, wurscht. Wir nehmen das Snapperkraut gerne mit. Sehr gut. So, jetzt haben wir zwei Minen erkundet und nichts ist wahr. Nichts haben wir gefunden. Gar nichts. Das ist schlecht. Hier sind nämlich keine Minen mehr. Was auch nicht gut ist. Das heißt, das Klumpert ist dann scheinbar wirklich bei den Orks. Ja, das Problem ist, wir werden halt beide Orks gleichzeitig pullen. Das heißt, einen werden wir wahrscheinlich einfrieren. Ich hoffe nicht, dass das hinhaut. Ja, und dann sind dort weiter hinten noch etliche Orks. Also, was ich weiß, noch ein Orkschamane. Was auch nicht gerade die Sache erleichtert, ist da oben vielleicht was. Das würde mir jetzt sehr gelegen kommen, wenn da oben noch eine Mine wäre. Nein, aber es ist was versteckt hier. Schauen wir mal, was es hier gibt. Vielleicht waren die Minen ja auch nur ein falscher Hinweis. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Wir haben was gefunden. Ein Lederbeutel. Und? Runenstein. Ach ja, da fällt mir ein apropos. Wir haben ja noch eine Rune bekommen, ne? Was war denn das eigentlich? Oh. Mittlere Wunden heilen. Aber da brauchen wir... Ja. Den können wir getrost verkaufen. Ich glaube nicht, dass wir in unserem jetzigen Zustand irgendwie lernen werden, wie wir mit Runen umzugehen haben. Halt, was ist hier? Schwarzes Erz. Noch eins. Also das war jetzt echt Zufall, dass ich hier raufgelatscht bin. Schön. Was hat es mit diesem schwarzen Erz auf sich? Ich glaube... Nach des Rahmen habe ich nie so weit gespielt, dass ich mal draufgekommen bin, um was es dabei handelt. Im schlimmsten Falle, im allerallerschlimmsten Falle, muss ich das nachgoogeln. Was ich nicht möchte, ich möchte schon gern so entdecken, ehrlich gesagt. Wäre mir das sehr lieb. Aber wenn es nicht anders geht, würde man halt in den sauren Apfel beißen und so nachschauen. So, von da kommt man auch irgendwie her, ne? Da laufe ich jetzt umsonst. Au, Backe. Jetzt sind wir gleich bei den Orks. Ich habe da echt kein gutes Gefühl dabei. Ehrlich gesagt, ich werde das Ganze ja gleich hierhin wieder speichern am besten. Ah. Nanu? Wo sind sie denn? Ah, da sind sie. Auweia. Das schaut noch obendrein aus, als wenn es Krieger wären. Ja, natürlich kommen sie beide. Wenn ich ganz viel Glück habe, lässt einer von uns ab und wir können einen alleine bekämpfen. So, kurz umdrehen. Nein, es kommen beide. Schade, ich hatte gehofft, dass wir nur einen Bullen quasi. Da rennen immer noch beide nach. Das ist echt kacke. Vielleicht hätte ich mich jetzt in der Höhle verstecken können. Alter, ich brauche Abstand. Beim nächsten Mal, wenn wir die Bullen... Ja, jetzt sind sie ganz weg wahrscheinlich, ne? Einer. Nur einer wäre super. Aber das wird wahrscheinlich nichts. Aber das schaut schon eher aus nach, nee, nach zwei Kriegern, ne? Alter, ich trau mich echt nicht. Ich habe Angst, dass die mich da zu Apfelmus oder so verarbeiten. Ja, es wäre halt echt gescheit, einen vielleicht einzufrieren. Habe ich den herausen? Wow. Die Mucke, ne? Jesus, Maria und Josef. Und Skelett am besten. Hey, da ist nur einer. Au. Was? Das war's? An Damage? Zück doch mal deine Waffe. Das war's? Hey, das würde gehen. Schaut mal, wir haben fast keinen Damage gekriegt. Alter,
mein armes Skelett. Na los, hau drauf. Das geht. Wir hätten vielleicht wirklich im Entferntesten sowas wie eine Chance. Nein, nicht mein Skelett umbringen. Ups. Schaut mal, wir sind schnell. Richtig schnell. Der kommt gar nicht gescheit dazu, deinen Angriff zu starten. So schnell hauen wir den weg. Au, jetzt hat uns stark getroffen. Naja, stark. Wenn ich dann an den letzten Versuch gegen so einen Krieger denke, ne? Im Minental, da waren wir tot fast. Schön. Hey, das ging echt gut. Ich bin entzückt. So, das Überrestel von unserem Skelett. Ich bin jetzt echt, wirklich positiv überrascht. Hätte jetzt echt nicht damit gerechnet. Das gibt mir jetzt neue Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich jausne mal ein bisschen. So. Und dann würde ich es glatt mit dem zweiten versuchen aufzunehmen. Die Sache ist dann mit Schamane und dann war, glaube ich, noch ein Krieger, ne? Am Zelt kann ich mich erinnern. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen, glaube ich. Aber schaut machbar aus. Überraschenderweise schaut es machbar aus. Hätte ich echt nicht damit gerechnet. Halt, da ist eine Bäre. Ich weiß, die kleinen Bärchen da, Bärlis, bringen sie nicht mehr allzu viel. Aber bitte, wenn es schon hier wächst, ne? Wow, ein Trank. Nehmen wir das ganze Klump halt mit, ne? Jo, ne? Ne Sonne? Halt, da ist auch eine. So. Also ganz ehrlich, da habe ich lieber eine ganze Horde von diesen Razern, bevor ich mich da... Razor. Bevor ich mich da gegen so einen Ork prügeln muss. Aber was soll's. Wenn wir wieder im Minental sind, müssen wir uns dieser Bedrohung auch stellen. Das sind alles tolle Erfahrungspunkte, die wir zum Leveln, zum Erweitern unserer Fähigkeiten brauchen. Da kommen wir halt nicht drum rum. So, kurz mal aufs Öhrchen glübschi. Ein bisschen haben wir noch Zeit. Wenn wir Glück haben, schaffen wir den einen Ork noch. Wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle, schauen wir mal. Servus. Wow. 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 Es ist echt gut, dass wir so schnell sind. Ja, ne? Jetzt weißt du, wie es mir damals ging. Drecksorg. Komm, geh sterben. Entschuldigung, es ist halt echt ein bisschen dumm gerade, ich weiß. Die Musik ist echt übelst laut. Au. Jetzt habe ich allerdings die blöde Befürchtung, ja, den Schaman muss ich einfach einfrieren. Der kommt in den Tiefkühlbeutel, wird eingefroren und, oh, ein Ring, silberner, hoffentlich, ich denke mal, so wie es ausschaut, war der verheiratet. Ja, ich denke, sorry, Ring ist da, ja, war ein normaler Silberring. Boah, was wir schon gelumpert haben. Der ging echt gut. Ich bin wirklich positiv überrascht. Leute, wenn wir wieder im Minental sind, ihr könnt euch schon, ihr könnt drauf wetten, wir werden anfangen, die Orks zu verhauen. Und zwar so richtig. So richtig Gamma Vollgas. Was ist das? Achso, das war der Portal-Dingens. Ich wollte eigentlich nur ein Schwammerl haben. Jep, das da. Und vielleicht zwei kleine, dass die auch mal weniger werden. So ist gut. Jetzt habe ich, glaube ich, eins umsonst gefressen. Wie spät haben wir es denn? Jo, wir haben noch Zeit. Wir haben noch 5 Minuten. So circa in etwa. Plus minus ein paar Sekunden. Ja, dann werden wir uns jetzt ein bisschen vorbereiten. Denn wie gesagt, den Schaman, den müssen wir fast einfrieren. Der muss in den Topaz rein.
Toppitz. Außentoppitz, Innengeschmack. Jo. Sind aber echt tolle Tiefkühlbeutel, muss ich schon sagen. Also wir verwenden die zu Hause auch. Ich finde, die sind brauchbar. Sehr brauchbar. Blöd ist halt nur, wenn man... Weiß nicht, ob ihr auch das Problem habt. Alles, was am Boden der Tiefkühltruhe ist, bleibt auch am Boden. Wir schaffen es selten, wirklich die Teile, die ganz unten sind, auch zu verbrauchen, weil immer wieder Neues draufkommt und so weiter. Ja, bla bla. Ich weiß, wir könnten einen Golem mit erwecken. Das wäre, glaube ich, das klingt, glaube ich, nach einem Plan. Wie viel Mana haben wir? Gut, wir müssen was futtern. Boah, die Vorbereitungen, ne? Dauert schon wieder 20 Jahre. Heilkraut, Feuer, Nessel, da. Schmatz. Und ein Blauflieder. So, jetzt sind wir wieder voll. So, das tun wir wieder speichern. Ja, weil wir es können. Und dann hoffen wir das Beste. Wie gesagt, es muss der Schamane eingefroren werden. Naja. Das hat jetzt nicht wirklich hingehauen, ne? So, tun wir nochmal laden. Weil da ist nämlich der Krieger genau mitten reingelaufen, dieser Volldepp. Dann werden wir den Golem erwecken und hoffen, dass der die platt macht. Was ist jetzt schon wieder? Ach komm, hör auf. So, ja. Wie er ab und zu Probleme hat, wenn ich was laden möchte. So, dann würde ich sagen. So, bitte, du darfst. Ja, der nimmt sich den Schaman vor, genauso wie ich es haben wollte. Hat da gerade noch jemand eine Waffe gezückt? Oder war das der Schami? War hoffentlich. Boah. Das sind jetzt schon drei Krieger. Oh, mein armer Golem. Okay, vergesst das. Das funktioniert so nicht. Entweder probiere ich es jetzt mit dem Dämon, dass der mehr Schaden raushaut. Da muss ich mir glatt jetzt was überlegen. Ich möchte es jetzt doch gerne noch mit dem Dämonen hier versuchen. Der hat auch ordentlich Wumms. Das ist mir echt gerade ein Rätsel. Warum da drei... Oh, weil es drei sind. Ja, das erklärt halt so einiges, ne? Komm her, du Depp. Wow. Brrr. Irgendwas greift er an, der Dämon. Oder tut er halt zumindest so. Wow. Ey, da kommt ein zweiter. Du kriegst Arbeit, Dämon. Da. Blöder Ork-Krieger. Geh sterben. Ich hätte wahrscheinlich beides machen müssen. Alter Schwede. Hoffentlich hat der Dämon eine Chance gegen die. Dass da jetzt gerade wieder abgeht, ne, im Hintergrund. Na los! Komm her, trau dich. Yeah! Sehr schön! Wow, der Dämon ist echt stark. So, komm her. Ist der Dämon jetzt schon gestorben? Anführer der Horde? Okay. Wow. Zwei. Es sind zwei. Es sind zwei. Und der Dämon ist gestorben. Wieso? Wieso lässt du mich im Stich? Ach du Scheiße. Ja, das ist natürlich jetzt wieder eine blöde Geschichte, ne? Wow. Wir sterben. Wir sterben. Du sollst sterben gehen. Bitte. Bitte? Geh. Sterben. Yes. Und wo ist der Nächste? Der ist weg. Ich wage es, mich schnell zu heilen. Schnell trinken, 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 trinken. Da, runter damit. Und noch schnell den nach, ist mir gleich jetzt. So. Eins zücken. Speichern. Reserve. Urklubschen. Alles gleichzeitig. Party ist zu Ende. Okay, dahin sind noch Beißer. Gut, im nächsten Part werden wir uns den nächsten Orkschaman vornehmen. Ah, der hat einen Schlüssel, schaut mal. Schlüssel. Hatte der Orkschamane
Achso, das haben sie vergessen, Lehrdingszwang. Hatte der Orkschamane im Orklager vor der Bibliothek der Gelehrten. Ah! Aha. Okay. Wo ist jetzt eigentlich der eine hin? Ist der jetzt verreckt oder ist der jetzt im Zelt? Naja, ich wollte jetzt eigentlich den Part beenden. So. Derweil schaut's... Ah, da hinten springt er herum. Ich bleib dabei hier versteckt. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!